Hey Leute, und es geht wieder weiter bei Ultimate Trial. Wir sind hier gerade in der Schmiede, da ist ein neuer Typ angekommen und im letzten Part haben wir mit dem gesprochen, der schmeißt uns runter in ein Kolosseum für ein kleines Entgelt. Dort können wir gegen Gegner kämpfen und müssen quasi diese Gegner überleben, bis das Zeitlimit abgelaufen ist. Und im letzten Part sind wir da ganz schön gescheitert, haben aber auch nicht das Rad des Schicksals gedreht. Das würde ich jetzt gleich mal zu Beginn nachholen und das Rad des Todes müssen wir auch noch drehen, weil wir gestorben sind. Und ich würde sagen, gehen wir erstmal rüber, drehen einmal das Rad des Schicksals. Dabei kommt diesmal Mittel. Hey, wir haben ja mal Glück. Wahnsinn. Und dann machen wir auch gleich noch die Strafe. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen mehr Glück haben heute. Die schwächste Ausrüstung, okay. Damit komme ich vollkommen klar. Das heißt, wir müssen halt... Das hier, ne? Das hier ist unsere schwächste Ausrüstung. Die müssen wir beibehalten. So. Ansonsten bin ich zufrieden. Wir saven. Achso, ihr habt das jetzt gar nicht gesehen. So, ich gehe nochmal zurück. Genau, also ich zeige es euch nochmal, das hier ist unsere schwächste Ausrüstung. Ich habe jetzt quasi nur die Rüstung zurückgemacht. Sollten wir mal später ein Schild bekommen oder ein krasseres Schwert, müssen wir halt immer in dieser Reihe hier bleiben. Okay, und ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Schwierigkeitsgrad muss ich noch auf normal machen. So. 20 Rubine, let's go. Vielleicht mit dem Hammer einfach Schockwellen machen, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Oder was haben wir noch für Items? Dekonüsse könnten vielleicht auch ganz geil sein. Und das Rad. So, let's go. Okay, das war schon mal scheiße. Ich meine, wenn ich die Gegner alle töte, bevor sie mich erreichen können... Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, oder? Shit. Die rasten auch komplett aus, die Gegner, ne? Das große Problem ist halt, die machen keine Wirbelattacke. Oder ich kann keine Wirbelattacke machen. Das ist eigentlich das Hauptproblem daran. Es gibt zwei unterschiedliche Typen von denen. Okay, es läuft aber gar nicht so schlecht. Die Zeit ist gleich rum. Und Kohle kriegen wir auch ganz gut, muss ich sagen. Und wir töten halt sehr viele Gegner, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Okay, Zeit ist abgelaufen. Was passiert jetzt? Wir gehen zurück. Was sagt er mir? Good job, down where Paul. You really stuck through with it. Let's tally up your score and see what you got. Also wahrscheinlich, wie viele Gegner ich jetzt in der Zeit geschafft habe, oder? Looks like you kill 43 Monster. Ich habe 43 Monster getötet. Like you were able to surpass that. Let me know if you want to try again. Okay, wenn ich 50 Monster töte, dann gibt's einen Preis. Es ist halt die Frage, wie kriegst du das am besten hin, dass du 50 Monster schnell tötest? Vielleicht noch ein bisschen mit Bomben und so arbeiten? Was meint er? Das könnte eine Idee sein, oder? Und wenn ich halt leicht hätte, dann wäre es noch leichter natürlich. Dann müsste ich mich nicht so auf mein Leben konzentrieren. Das ist übrigens die blanke Wahrheit hier. So sieht das eigentlich aus. Okay, wir sind nochmal auf Mittel. Das heißt, wir machen es nochmal. Let's go. Okay. Wir arbeiten mal ein bisschen mit Bomben.
Okay, ich glaube, Blanco töten ist besser. Das wird nicht besser. Ah, ich kann keine Wirbelattacke machen. Das ist so nervig. Eieieiei, ach Leute, was, Aber wir haben gut Geld verdient. Also hier kann man gut Geld verdienen auf jeden Fall. Das sollte ich mir merken. Okay. Wir machen auf jeden Fall erstmal Rat des Todes. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Schwerer Freitreffer. Das ist eine böse Strafe. Das heißt nämlich, Rat des Schicksals wird quasi ignoriert. Wir müssen auf Difficult spielen und der erste Gegner, der uns erwischt, oder der erste Gegner, den wir sehen, der kriegt einen Freitreffer. Und den müssen wir uns einmal hitten lassen. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Aber gut. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal ein paar Herzcontainer. Dass wir mal ein bisschen stärker werden. Okay, wie viel kostet der nächste? 100 Rubine. Nehmen wir auch noch mit. Her damit. Guck mal, jetzt sind wir schon 3 Herzcontainer einfach stärker geworden. Das ist ja sowas von geil. Okay. Ja, also Rat des Schicksals wird jetzt ignoriert, ne? Wir haben jetzt automatisch schwer. Okay, Leute, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich musste nur mal kurz über ein paar Sachen nachdenken. Wie wir das denn machen. Ob wir das Rad des Schicksals auch drehen wollen, wenn wir quasi nur solche Side-Quests machen. Aber ja, es ist auch ein Kampf und wir haben dort auch, müssen mit den Bedingungen leben. Und dementsprechend würde ich das auch bei solchen Side-Quest-Dingern machen. Dementsprechend, wir haben jetzt 3 Herzcontainer bekommen. Ich würde da jetzt nochmal reingehen. Wir machen das jetzt gleich nochmal. Wir fighten einfach nochmal drauf los. Und wir müssen uns vom ersten Gegner einen Freitreffer geben lassen. Sollten wir aber trotzdem hinbekommen, denke ich. Okay, let's go. Schauen wir mal. Ich würde das gerne abschließen. Ich würde das gerne machen. 50 Gegner töten. Okay. Ach scheiße, das war nicht... Ja, egal. Lass ich den nehmen. So, Freitreffer. Der hat mich sogar 2-mal getroffen. Wahnsinn. Okay, kriegen wir irgendwie auf die Ketten. Die sind eklig. Mann, mir fehlt so meine Wirbelattacke, ne? Ich kann keine Wirbelattacke machen, Leute. Also egal, was ich mache. Ach doch, so kann ich's. Okay, vielleicht sollte ich die Gunst der Stunde nutzen und immer mal so machen. Vielleicht ist das ein ganz guter Plan. Ah, die große Wirbelattacke kann ich trotzdem nicht machen. Hä? Sag mal, die backen ja alle fest, oder? Oh Gott.
Ich guck mal kurz, dass ich noch das überlebe, weil dann muss ich keine Strafe machen. Hehehe, sagte er und starb. Shit. Ich habe auch gar kein Gefühl, wie viele Gegner ich getötet habe. Okay. Also. Da sind wir wieder, Leute. Ich würde sagen, wir machen mal den. Rat des Todes einmal. Und wir haben... Das gibt's doch nicht. Ja, dann kann ich genau so, wie ich jetzt bin, wieder reingehen. Danke für nichts. Welch erfreuliche Nachricht. Ach so. Los, hau mich. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, und dann bin ich tot. Geil! Aber man kriegt so gut Geld da drin, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Keine Schultertasten. Okay, das sollte kein Problem sein. Das sollte kein Problem sein. Und dann machen wir auch gleich immer Rat des Schicksals. Es war so knapp. Es war so knapp. Leute, fast. Fast hätten wir es mal geschafft. Wahnsinn. Okay, ich will das unbedingt schaffen, Leute. So, jetzt haben wir zumindest schon mal keinen Freitreffer, den wir einstecken müssen. Ist, glaube ich, schon mal ein Vorteil. Aber immer noch keine Schultertasten. Die sind auch so eklig, diese Schleime. Okay, ich zähle jetzt mal nicht. Wollte ich sagen, konzentriere mich mal ein bisschen auf den Kampf, aber das ist echt gar nicht so leicht. Also ich brauche, glaube ich, auf jeden Fall den normalen Modus, sonst schaffe ich das nicht. Ne, bin gleich schon wieder tot. Ja, Leute, also mit Wirbelattacke wäre es einfach so viel leichter. Ist halt einfach so. Jetzt sammeln wir richtig schön Tote. Oh cool, kein Schwert. I love it. Okay. Und das Rad des Schicksals ist mir wenigstens mal hold und wir haben Mittel. Okay. Gut. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt wenigstens. Wir stellen einfach mal kurz auf Standard. Und benutzen diesmal nur den Hammer. Oh Mann. Okay. Let's go. Hammer ist richtig scheiße. Hammer ist ja sowas von scheiße. Ja, damit fehlt mir halt einfach die Geschwindigkeit. Okay, gegen die ist es gut.
Warum brennen die? Scheiße. Okay, warte mal, mit dem Bogen? Kann man vielleicht mit dem Bogen was machen? Ich meine, die halten ja alle nur einen Treffer aus, ne? Das waren auf jeden Fall keine 50 Gegner. Ah. Okay. 37, das ist halt nix. Boah, wie willst du denn das schaffen? Das ist ja mal sowas von eklig. Wir kriegen halt massig viel Geld. Das ist halt so. Ich bin halt nicht gestorben, ne? Jetzt habe ich echt diese Strafe mit dem kleinen Schwert noch drauf. Das ist halt eklig. Okay, ja, ich glaube, mit der aktuellen Ausrüstung kriegt man das nicht auf die Ketten. Wir brauchen da irgendwas Krasseres. Okay, Leute, ich würde jetzt fürs Finale einfach nochmal sagen, wir gehen nochmal kurz einkaufen. Und im nächsten Part machen wir vielleicht einfach erstmal wieder eine Prüfung. Ich habe es jetzt sehr oft versucht, aber leider nicht auf die Ketten bekommen. Schade eigentlich. Schade, schade. Das probieren wir später nochmal, wenn wir eine bessere Ausgangssituation haben. Mehr Leben vielleicht und so. Allerdings kann man halt wirklich sehr, sehr gut Geld farmen. Das ist wirklich so. So, der hat noch was Neues für uns. Was ist los? Extra, extra. A new visitor has arrived here. Name is Aria and she seems like a real sweetheart. You can find her overlooking the pool. Okay, Aria ist hier erschienen und die ist über dem Pool. Und sie sieht aus wie ein süßes Herz. Sie hat ein hübsches grünes Kleid. Du kannst sie nicht verfehlen. She reminds me of someone on a saw on an old picture. Okay, sie erinnert mich an jemanden, den ich auf einem alten Bild gesehen habe. Say someone who kind of looked like you was in where to. So ein bisschen wie du, oder wie? Also wie ich. So ein bisschen wie Link. Okay, gehen wir mal kurz hochgucken. Und dann... Wir kaufen uns, glaube ich, ein Herzteil. Ist, glaube ich, das Beste. Ah ja. Naja, okay. I'm pretty surprised. Many of us have been here for 7 years. Now yet, no one from Ganondorf's army has come and found us. Ich bin wirklich überrascht. Viele von uns waren vor 7 Jahren hier und keiner von Ganondorfs Leuten hat uns gefunden. Ich kann es nicht abwarten, bis der eine kommt, der das alles hier beenden wird. Okay. Leute, im nächsten Part geht's dann wieder weiter. Achso. Habe ich euch versprochen, ne? Wir wollen schnell einkaufen gehen noch. Genau, im nächsten Part geht es dann aber wieder weiter. Dann werden wir auf jeden Fall eine Prüfung wieder mal angehen, würde ich sagen. Kann ich mir noch was anderes kaufen? Hier so ein schönes Schild. Guck mal, Mystic Schild, 150 Rupees, is definitely difficult to lose. Okay, kann man schwer verlieren. Ich glaube, wir haben sonst alles fast gekauft, ne? Ich glaube, es... Herzcontainer ist, glaube ich, das Beste, was wir uns kaufen können aktuell. 100 Rubine, kostet auch nicht so viel. Nehmen wir mit. Und ich gehe nochmal schnell Pfeile kaufen. Ansonsten bin ich, glaube ich, zufrieden und ansonsten werden wir damit dann auch im nächsten Part wieder weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren und ich glaube, das hier reicht, ne? Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.